Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Das erste Mal startet der traditionelle Radmarathon des Mecklenburger Fahrradtörn e.V. in Parchim. Bisher wurde stets um Waren herumgerabelt. Am Start im Gewerbegebiet Neuhofer Weiche beherrschen dunkle Gewitterwolken den Himmel. Für die Optimisten unter den Radlern bedeutet das besser als brütende Hitze. Die Realisten beschließen derweil, den Start zu verschieben. Unterwegs kann man es dann halt nicht ändern. Dann müssen die Radfahrer halt für sich selbst entscheiden, ob sie Regenbekleidung anziehen, ob sie den Augenblick anhalten, wie auch immer. Es ist ja eine Radtourenfahrt, eine RTF nennt sich das. Und es ist ja keine Zeitnahme, keine Siegerehrung in dem Moment. In diesem Sinne, sag ich mal so, es geht einfach nur darum, um dieses Radfahren. Kann schlimmer sein. Die Bedingungen sind optimal jetzt, oder nicht? Fahrradfahrer fährt bei jedem Wetter. Drei Varianten stehen zur Wahl. Der 203-Kilometer-Marathon, die 131-Kilometer-Silberroute und die 89-Kilometer-lange Bronzestrecke. Um Zeiten geht es nicht. Durchhalten ist die Devise des Jedermann-Rennens. Ganz unerwartete Tücken bekommen Hobbyradler Sven und Tim aus Wittenberge zu spüren. Ein schleichender Plattfuß bringt Tim in einer Kurve fast zu Fall. Es liegt halt ziemlich viel Mist auf der Straße, Steine und so weiter. Und die drücken sich dann in den Reifen rein und dann scheuert der Stein irgendwann den Reifen durch. Und man hat halt einen schleichenden Platten. Wenn man Pech hat, dann merkt man es irgendwann in der Kurve und fällt dann aus der Kurve raus. Erster Kontrollpunkt nach knapp 35 Kilometern. Geregnet hat es nicht mehr. Die Teilnehmer sehen trotzdem aus, als hätten sie im Schlamm gebadet. Dem Fahrspaß tut das aber keinen Abbruch. Man ist ja nicht aus Zucker. Ja gut, alles gut. Man saut sich ein bisschen ein, oder? Ja, das gehört dazu. Aber es ist angenehmer als jetzt schon 35 Grad oder so. Also ich bin ja erst mit der Spitze losgefahren, aber habe es dann doch ein bisschen überschätzt. Aber jetzt bin ich das letzte Stück allein gefahren und mein Gott, ist okay. Jetzt habe ich ja hier wieder Anschluss. Ich werde mich jetzt hier an die anschließen und dann ist soweit eigentlich ganz entspannt. Also ich bin ganz zufrieden. Die Stärkung ist bitter nötig. Kurz vor der Hälfte will der gefühlt steilste Anstieg MVs, kurz vor Groß-Görnow, bezwungen werden. Für die dahin plätschernde Warnow und flauschige Zaungäste haben die Radler kaum ein Auge. Direkt danach folgt zum Glück der zweite Kontrollpunkt. Durchschnaufen, auftanken und nachpumpen, zumindest für Sven. Zeit für ein Zwischenfazit. Ja, sehr willig. In den Höhenmetern 1500 Höhenmeter auf den 200 Kilometern, das ist schon anspruchsvoll. Deswegen nehmen einige Radsportler das auch als Trainingsmaßnahme für den Ötztaler oder für die richtigen Bergetappen, die sie noch fahren wollen. Die Straßen sind nicht belebt, was Autos betrifft. Viele Nebenstraßen, wenig Hauptstraßen, wenig Verkehr. Und das macht das eigentlich das aus, dass die Rennradfahrer dann auch ungestört ihre Sachen abradeln können. Wir haben so viele Strecken hier, so viel Auswahl hier, dass man auch mal in 3 Jahren die Streckenführung ändern kann, dass man auch mal Änderungen hat, auch von der Sicht her, wenn sie jetzt gefahren sind, dass man einige schöne Teerstraßen hat und wo dann die Seen links und rechts auch zu sehen sind, was man auch gucken kann. Also von der Natur her denke ich doch sehr schön und vor allem jetzt, wenn sie jetzt losfahren, die haben noch ein paar Wellen vor sich und dann auch noch den zweithöchsten Berg von MacPom, den Lepin hochfahren, das wird die Jungs bei der Hitze noch schön ärgern, glaube ich. Die neue Strecke wird einhellig für gut befunden. Wunderschöne Landschaften und das Wetter spielte doch noch mit. Die Teilnehmer stürzen sich auf die restlichen 130 Kilometer. Die Strecke hat für den Radmarathon wieder einige neue Fans gewonnen. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.